Ja, die ersten drei der deutschen Meisterschaften sind jetzt auch hier in diesem Finale am Start. Das sind deine Namen, Marius Kusch und Alexander Kunert. Wir sagen Stefan, der bereits gestern sein Ticket für Rio gelöst ist. Wer dann bei den dritten Olympischen Spielen, das ist ja da bei der Siegerehrung nochmal riesig gefreut, dass er jetzt auch wieder dabei ist. Schafft er jetzt auch so gut über die 100 Schritte? Marius Kusch kurz dahinter. Ja, jetzt kommt er langsam auf. Steffen Daimler hält auch den aktuellen Rekord. Den deutschen Rekord ist 51,56. Also Glückwunsch an Steffen Daimler. Ja, Steffen Daimler nach 100 Kraul, jetzt auch die 100 Schmett für Rio qualifiziert. Wie groß ist denn deine Erleichterung jetzt in den letzten Tagen? Muss ein unglaublicher Druckabfall gewesen sein, oder? Ja, also wirklich vor allem nach dem 100 Kraul Vorlauf sind mir schon echt einige Steine vom Herzen gefallen. Und da habe ich mich auch wirklich gefreut. Und ja, ich meine, nach London wollte ich unbedingt nach Rio. Und das war jetzt ein steiniger Weg mit den Deutschen. Weil ich davor echt zweimal Pech hatte mit Krankheit und ich bin schon sehr, sehr froh und auch stolz, dass ich das jetzt mit Petra zusammen hier so gut hingekriegt habe, auf die German Open hier so schnell war, 100 Kraul zweimal unter meiner alten Bestzeit war und 100 Schmett auch die zweit- und viertschnellste Zeit, glaube ich, meiner Karriere geschwommen bin. Top 10 in der Weltrangliste. Genau. Und mich da jetzt echt ganz gut positioniert habe, für die beiden Staffeln klar empfohlen habe und ja, freue mich drauf, mit Jakob mein Zimmer zu teilen. Jetzt mit drauf. Nee. Jakob, komm mal her. Komm mal her, Jakob. Ist denn bei dir auch Druck abgefallen, dass Steffen jetzt dabei ist? Ja, ich habe, glaube ich, eine Zerrung im Bizeps vom Jubeln. Das war total süß, wie Jakob sich gefreut hat. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Steffen, im Gegensatz zu heute Morgen ist ja Marius doch ganz schön angegangen, war eine Zehntel schneller als du vorne rum. Hast du das gemerkt? War das ein anderer Land? Also was war anders im Gegensatz zu heute Morgen? Ja, ich habe gesehen, dass Marius vorne mit angegangen ist und 51,9 ist eine super Zeit. Also es ist ja auch Bestzeit für ihn. Ja, ich bin froh, dass ich mich da behaupten konnte und meine Zeit von heute Morgen nochmal bestätigen konnte. Zweimal 51 Mitte und ja. Wie schwierig waren die Wochen jetzt auch für dich von den Deutschen bis hierher, vom Training her? Weil ihr musstet ja eigentlich an sich nochmal neu aufbauen. Also klar, du bist nicht komplett raus aus dem Training gegangen. Aber es war schon nochmal eine andere Sache. Also ihr habt schon damit anders gerendert, dass du dich direkt qualifizierst, oder? Ja, ganz direkt wäre gar nicht möglich gewesen. Ja. Ich hätte sowieso Überprüfung machen müssen. Aber das Ziel war alles anders geplant, klar. Aber es ist halt im Sport, es läuft nicht alles so immer, wie du es planst. Du musst dann improvisieren und das haben wir, glaube ich, echt gut hingekriegt. Die Marinostrum-Tour war schon sehr, sehr gut auf einem sehr hohen Niveau. Und das konnte ich zum Glück nochmal hier deutlich steigern. Und mich jetzt hier, ja, so gut präsentieren, hier so schnell schwimmen. Was meinst du, ist noch drin trainingstechnisch und auch jetzt von der Leistung her bis Rio? Ja, also ich glaube, es ist möglich, die Form zu halten und toll wäre es natürlich, wenn ich das noch ein bisschen ausbauen kann. Also dafür werde ich alles tun die nächsten Wochen und dann werden wir sehen in Rio. Klar, hätte, wenn, wäre und aber, hättest du dich jetzt nicht qualifiziert für Rio. Man hat schon lesen können, du hast ein bisschen nachgedacht über die Zukunft. Karriereende oder so, aber das steht jetzt erstmal nicht im Raum, oder? Ja, also ich bin genauso weit wie vorher. Also ich wollte, ich habe mich hier drauf konzentriert, habe mich jetzt qualifiziert und schwimme jetzt Rio und werde mir danach überlegen, wie es weitergeht. Also da kann ich auch nicht mehr zu sagen, weiß ich auch wirklich persönlich nicht. Erstmal Rio und dann. Dann wünsche ich dir dafür alles Gute. Vielen Dank. Danke dir.